Expedition 2018 – Entdecke wundervolle Schätze. Unter diesem Titel führte das Museum Aargau im Jahr des europäischen Kulturerbes seine 270.000 Besuchenden auf 20 Touren an 9 Standorten mit einer Auswahl an 262 Veranstaltungen und 140 Vermittlungsangeboten zu 888 ausgewählten Objekten. Start war am 6. Januar auf Schloss Wildeck. Meine sehr verehrten Damen und Herren, heute starten wir mit der ersten Expedition. Ach, ist das wunderbar, dass Sie alle da sind. Virtual Reality Touren, Trüffelexpeditionen, Möbel aus Karamell, mutige Gladiatoren, Einblick in die faszinierende Welt der Unterwasserarchäologie, Restauratoren, große und kleine Archäologen und fantastische Figuren. Wir sind sehr begeistert, das ist toll. Die Atmosphäre berührt uns sehr hier. Es ist alles sehr lehrreich und spannend. Also ich bin Forscher und ich gehe jetzt so gerade auf eine Discovery-Tour. Entdeckungsreise. Ja, ich habe gedacht, ich sage es auf Neudeutsch, das ist schön. Im März eröffnete unser Expeditionsleiter den ersten virtuellen Museumsraum der Schweiz, die Industriekultur Aabach. Auf dieser Tour reist man mit Hilfe von Tablets oder Smartphones durch die Zeit. Dank Virtual Reality Technologie erlebt man während eines kurzweiligen Spaziergangs entlang dem Aabach die Anfänge der Industrialisierung. Das Sammlungszentrum in Egliswil öffnete erstmals im Monatstakt seine Tore zur Schatzkammer. Mehr als 55.000 Objekte werden hier aufbewahrt. Ein besonderer Neuzugang war die originale Papamollpuppe. Überbracht wurde die Figur der Schöpferin Edith Oppenheim von den Kindern Roy Oppenheim und Joan Fuchs Oppenheim. Im Sammlungszentrum trotzen die Objekte dank sorgfältiger Pflege der Zeit. Ganz anders geschah es im Schloss Halwil. Hier schmolz Mobiliar aus Karamell in der Sommerhitze einfach weg. Die international renommierte Künstlerin Ursula Paller demonstrierte mit ihrer Installation die Vergänglichkeit. Ein Kontrapunkt zum Kulturerbejahr 2018, in welchem das unvergängliche Thema war. Geschichte am Schauplatz erleben, und zwar wie vor 2000 Jahren. Das konnte man am Römertag, mitten in den originalen Überresten des Amphitheaters des Legionslagers Vindonissa, konnte man spannende Gladiatorenkämpfe verfolgen. Das Vindonissa-Museum öffnete für einmal sein Archiv und ließ Einblicken in die Geschichte der archäologischen Erforschung des ehemaligen Legionslagers. Erstmals zeigten Unterwasserarchäologen der Universität Zürich, wie sie einen Fund aus dem Wasser holen. Natürlich durfte am Römertag die Ausbildung zum Legionär nicht fehlen. Und dann gab es auf dem römischen Markt auch Handwerk, Alltagsgegenstände und Essen aus der Zeit vor 2000 Jahren zu entdecken. Auf Schloss Wildeck zeigten Restaurierungsprofis, wie sie historische Objekte erhalten. Die Besuchenden wussten bald Bescheid, wie man Holz restauriert und konserviert, Bücher bindet, wie man vergoldet und Textilien restauriert. Fragen über Fragen wurden gestellt. Und natürlich konnte man in Workshops auch selber Hand anlegen, um die Techniken zum Erhalt von Objekten zu erlernen. In der Klosterkirche Königswelden ließ der Verein Tanz und Kunst sein Projekt Kopfüber erleben. 72 Jugendliche der Schule Angelrhein-Lenzburg boten in 6 ausverkauften Vorstellungen einen Mix aus Tanz, Musik, Wort und visueller Kunst. Hier spricht die Badewanne, so lautete das Motto am Familiensonntag auf Schloss Halwil. Alles drehte sich um Objekte und ihre einzigartigen Geschichten. Sehr gut so, wie es gemacht wird, oder? Also es ist sehr kinderfreundlich alles. Es ist sehr vielseitig und für, ja, auch für jedes Alter etwas dabei. Sehr spannend, es belebt einfach viel mehr das ganze Museum und das ist wirklich schön.
Auf dem Handwerkerparcours beim Legionärspfad und beim Kloster Königsfelden konnte man nach traditioneller Art selber Hand anlegen. Schmieden, Töpfern, Schreinern, Farben herstellen, Leder bearbeiten und Papier schöpfen. Im Vindonisse-Museum lockt seit August neu ein archäologischer Rundgang mit vielen Erlebnissen. Auf spielerische und lehrreiche Art entdeckt man die Schätze aus Vindonissa und den Berufszauber des Archäologen. Die Besuchenden schlüpfen in eine ausgewählte Rolle und starten zur Schatzsuche. Eine Premiere war das Märchenfestival Klapperlapapp auf Schloss Wildeck. Märchenfiguren, Erzählerinnen und Erzähler, Musik, Spiel, wie auch märchenhafte Schlossführungen verzauberten die Kinder und Erwachsenen auf herzberührende Art. Ein Falkner, hergereiste Marktfahrer, altes Handwerk, Gaukelei, Zauberei, Tanz und Musik. Buntes Markttreiben bescherte dem Schloss Lenzburg am traditionellen Mittelaltermarkt einmal mehr Tausende von Besuchern. Aus einem mittelalterlichen Ofen auf Rädern konnten frisch vor Ort gebackene Köstlichkeiten probiert werden. Der Ofen wurde nach historischem Vorbild von Freiwilligen des Museums und einem Experimentalarchäologen gebaut. Aus ganzem Ambiente ist sehr toll. Dass wir da vorne begrüßt wurden, unsere Zunge zeigen sollten. Ein typisches Merkmal des Mittelalters, die Gesundheitsprüfung auf ein Minimum zu reduzieren. Das ist perfekt. Also für Kinder ist es natürlich lässig, weil sie an sehr vielen Orten können mitmachen können, selber auch Sachen basteln können, die Falken mal sehen, die Uhu in echt, vielleicht sogar mal einen Huhn streicheln. Das ist wirklich lässig für dich. Wo kann man sonst noch Geschichte oder so erleben? So hautnah quasi und wirklich mitleben und mitbekommen, wie das in etwa war im Mittelalter. Das ist wirklich toll. Etwas Lässiges, weil mich selber interessiert das Mittelalter sehr. Also ich schaue auch gerne so Filme und lese gerne Bücher. Und so hat man so das Gefühl, man kann ein bisschen eintauchen in die Welt. Wenn wir gehen richtig gehen am Mittelaltermarkt und wenn es so eine Stimmung rundherum ist, ist es natürlich super. Ich finde einfach, die Lenzburg ist so wahnsinnig schön zum Anschauen und sehen. Ich gehe eigentlich jedes Jahr an den Markt, um ja, das Feeling und auch die Aussicht zu geniessen. Seltenste, schönste und älteste Tulpenzwiebeln. Kaum ein anderer Markt bietet eine vergleichbare Fülle wie der jährlich stattfindende Tulpenzwiebel- und Genussmarkt auf Schloss Wildeck. Auf dem Genussmarkt konnten erstmals sorgfältig ausgewählte, von Hand hergestellte Produkte nach den Kriterien von Slow Food Schweiz entdeckt werden. Auf eine besondere Genussexpedition führte uns Hündin Bagheera. Ja, es gibt Trüffel im Wildecker Schlosswald. Unter dem Motto Schau hin, regarde, guarda fand im europäischen Kulturerbejahr der dritte nationale Schlössertag statt. Auf Schloss Habsburg gab es an diesem Tag große und kleine Objekte zu entdecken. Zum Abschluss des Jahres weckte der Weihnachtsmarkt das Schloss Wildeck für 2 Tage aus dem Winterschlaf. Festlich beleuchtet lockte der zauberhafte Markt mit Samichlaus, Theater, Weihnachtsbaum und Gurzlebacken zum Verweilen und Genießen. Im nächsten Jahr nehmen wir Sie mit auf eine kulinarische Reise durch die Zeit mit dem Jahresthema Gaumenfreuden, erlebe Essgeschichten aus 2000 Jahren. Alles dreht sich um die Küche, die Kunst des Kochens, um Esstrends, Gesundheit und lukullische Freuden. Das alles am originalen Schauplatz. Museum Aargau, wo Geschichte am originalen Schauplatz zum Erlebnis wird.